einer weiteren Location angekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass das ein verlassenes Sanatorium ist. Krass, oder? Guckt euch das an. Mega. Mega Location. Und wie ihr sehen könnt, ist hier noch Einrichtung am Start. Ich gehe aber nicht so nah ran, weil hier sind draußen Leute, die dann rumlaufen. Aber guckt euch das an. Geil, oder? Hier noch ein alter Stuhl, alter Sessel. Und daneben ist hart der Verfall. Ich feiere das voll. Mega. Hier geht's weiter. Da draußen sind die alten Balkons. Das ist ja echt unfassbar. Guckt euch das an. Krass. Hier oben kommt schon die Decke runter. Hier hinten geht's weiter. Aber es ist schon ein bisschen spooky, ne? Wenn man sich das so überlegt. Weil man nicht 100% weiß, wo kann man lang gehen und wo nicht, ne? Kommst du mir so vor, oder? Nicht nur dir. Oder ist das Ganze so ein bisschen... Das ist aber der Boden, glaube ich, dort. Ja, ja, ein bisschen tricky, ne? Oder ist das bloß der Fußboden, der so... Ja, krass, Leute, ihr wisst gar nicht, wie unheimlich es jetzt gerade ist, auf dem Fußboden hier zu laufen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unheimlich ich das gerade finde. Also auf dem Fußboden zu laufen. Da oben waren wieder Kabeldiebe am Start. Seht ihr das? Sind lauter Leitungen, Kupferleitungen, alles rausgerissen. Krass, oder? Da oben auch. Wahnsinn. Wieder alle Leitungen raus. Krass. Also es gibt immer wieder Zimmer, wo im Endeffekt einmal noch ein bisschen Einrichtung am Start ist. Sei es jetzt wie hier, Sessel und so, wo sich dann irgendwelche Leute wahrscheinlich zurechtgelegt haben. Krass. Und da hinten seht ihr das, ne? Und das ist, der Verfall ist schon echt heftig. Also sprich, überall muss man aufpassen, wo man hinsappt und wo man nicht hinsappt. Also ist schon gerade nicht ohne. Aber krass. Hier haben wir noch einen alten Behandlungsraum. Bitte Platz nehmen. Und hier eine alte Liege. Krass, oder? Sau krass. Haben wir jetzt durch Zufall entdeckt, wo wir jetzt hier raufgelaufen sind. Und wisst ihr, was auch geil ist? Guckt da drüben, das Klo ist auch noch ganz. Wahnsinn. Hier steht noch ein alter Tisch. Krass. Guckt euch die Türen an. Absolut krass. Das ist total cool. Die Räumlichkeiten bzw. die Zimmer. Hier ist noch ein bisschen Einrichtung. Hier ist noch ein bisschen Einrichtung. Kann man sich mal ungefähr vorstellen, wie das vielleicht mal war. Aber ich denke mal, dass die Zimmer im Großen und Ganzen alle irgendwie gleich ausschauen, weil die ganzen Flure und Gänge schauen sich alle gleich aus. Und überall ist ein Hand-Darm-Klo direkt straight gegenüber. Alter, hier sieht man vielleicht noch ein bisschen was. Ja genau, schaut, hier seht ihr das. Hier ist ein Bett, da ist ein Bett, da war ein Schreibtisch. Und ein paar Schreibtische zur Einrichtung. Ja, also jetzt kann man safe sagen, dass es ein Sanatorium war. Krass. Also wie ihr sehen könnt, der Verfall ist schon echt hart. Krass. Das ist schon. Was auch immer das hier war. Hey Jungs, ich hab die Küche gefunden. Schaut euch das an. Krass, oder? Die alte Küche. Ach, verrückt. Also hier haben wir den alten Küchentrakt gefunden. Die alte Abzugshaube. Dunstabzugshaube. Hier scheint dann gekocht worden zu sein. Krass. Wahnsinn. Sau krass. Ha, total verrückt. Die letzte Location für heute. Geil. Hier steht ein alter Gabelstapler.
Das ist eine alte Nähfabrik. Das ist jetzt so die letzte Location, wo wir heute unterwegs sind. Danach geht es wieder Richtung Heimat. Aber schaut euch das an. Saugeil, oder? Sehr, sehr viel Maschinen am Start. Hier geht's raus. Hier sind noch ziemlich viele Gegenstände am Start. Das ist krass hier. Das ist krass hier. Heiße Preise. Wahnsinn. Ich habe jetzt meine Taschenlampe leider nicht dabei, sonst hätte ich euch das Ding ausgeleuchtet, aber ich folge dem Licht, in dem Fall den Reus. Das ist schon krass, guckt euch das an hier. Wahnsinn. Saugeil. Wow. Alter. Alter Verwalter. Geht es dann runter oder gehen wir hoch? Ich würde sagen, gehen wir es hoch, oder? Ja. Ich folge, wie gesagt, dem Licht. Vielleicht haben wir oben ein bisschen mehr Licht. Sieht zumindest so aus. Krass, Leute, guckt euch das an. Wahnsinn. Schon gleich sehr, oder? Guckt euch das an. Verrückt. Krass. Also jetzt kann man erkennen, dass es eine alte Nähfabrik war. Wahnsinn. Hier ist sogar noch Material am Start. Geile Tour gewesen in Hessen, muss man so sagen. Mega. Krass. Schaut euch das an. Hier ist noch ein alter Schreibtisch. Hier ist noch ziemlich viel Nähzeug am Start. Und hier haben wir zum Beispiel vom Arbeitsamt was liegen. Krass. Heftig, heftig. Also hier ist echt, hier könnte ich stundenlang filmen, ne? Hier ist echt so viel Zeug am Start. Das ist total verrückt. Hier alter Nähgarn. Na, damit das mal sieht. Alter Nähgarn ist hier noch total am Start. Hier ist noch eine alte Nähmaschine oder mehrere alte Nähmaschinen. Tische. Toiletten. Hier ist der Dommel, Bommel. Hier ist noch ein alter Schreibtisch, ein großer. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber auf jeden Fall auch krass. Hier ist auch noch mal ein Raum mit einem alten Kühlschrank. Hier sind noch Stühle. Also ist noch Einrichtung am Start. Schon krass, also das ist wie gesagt die letzte Location, wo wir unterwegs sind in Hessen. Ja, sogar richtig geil. Geile Location, kann man gar nicht sagen. Natürlicher Verfall, kaum Vandalismus, gefällt mir. Ja. Mal Leute, sind wir im Keller angekommen. Das ist ja richtig krass, da ist sogar noch Besteck und alles und Gläser und Tassen und so am Start. Da hinten ist noch ein Heizboiler, der relativ neu aussieht. Krass. Das sind dann leer, oder? Ist schon krass. Also. Hier haben wir noch ein altes Bad. Das ist schon krasser Scheiß. So, jetzt zeige ich euch das, was wir eigentlich von oben gesehen haben. Das, was wir von oben gesehen haben, und zwar von da oben, wo wir waren, hier oben. Hier, geil, oder? Stehen da noch zwei alte Kahn. Wahnsinn. Autoreifen und so. Und das hier ist die komplette Fabrik. Guckt es euch an. Wahnsinn, wie riesig die ist, oder? Wahnsinn, geile Location. Muss man wirklich sagen. Richtig geile Location. Richtig viele Sachen noch am Start. Absolut Hammer. Da waren wir noch nicht Wo? Nein.
Langsam bricht die Nacht herein und somit ist es jetzt der Abschluss und ja, die letzte Location. Und wenn man in so eine Location will, folgt man immer schön den Urbexer Trampelpfad, dann findet man auch rein. Ja, also seid ihr mal, wenn ihr auf einer Location seid, dann ja, folgt einfach nur das plattgetrampelte Gras. Und wenn es eine gute Location ist, dann findet ihr auf dem Weg dahin. Sieht so aus. Und hier geht dann der Trampelpfad entlang. Seht ihr das? Darum und hier ins Haus. Wahnsinn. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und wir sehen uns.